FSK, das freie Senderkombinat in Hamburg, mit jetzt dem Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen. Und begrüßen tun wir im Studio Robert Brack. Hallo Robert. Ja, hallo. Du bist ja auch unterwegs als Krimi-Autor und insofern heute hier im Nachmittagsmagazin. Es gibt das Buch von dir, welches du vorgestellt hast vor circa 2 Monaten in der Schwarzen Katze. Ich glaube, das war eine Veranstaltung der FAU. Ja, genau, stimmt. Unter dem Schatten des Todes. Und dieses Buch behandelt ist vielleicht nicht kein guter Ausdruck dafür, schreibt oder beschreibt Marius van der Lubbe. Und den Reichstagsbrand. Dazu werden wir jetzt gleich im Gespräch kommen. Und jetzt stürzen wir uns in die Krimi-Lektüre gemeinsam mit Robert Brack, dem Autor des Buches zu Marinus van der Lubbe und dem Reichstagsbrandprozess. Der Mitschnitt der Lesung ist am Freitag hier bei uns gesendet worden. Wir werden ihn heute Abend auch nochmal in Recycling hören nach 23 Uhr. In 2 Stunden mal sozusagen durch die Geschichte geritten. Vielleicht muss man dazu einführend sagen, das ist ein Roman. Das heißt, er enthält auch viele fiktive Momente. Robert, das hattest du bei der Lesung auch nochmal betont. Ja, wobei man da unterscheiden muss. Also die fiktiven Elemente, das ist die Romanhandlung. Innerhalb dieser Romanhandlung werden Ermittlungen geführt von Clara Schindler, der Hauptfigur, die am Ausgangspunkt ja noch im Auftrag der Komintern unterwegs ist, was sich dann ein bisschen ändert. Diese Ermittlungen, die sie durchführt, bringen Fakten zutage, und diese Fakten, die sie herausfindet über Marinus van der Lubbe und den Reichstagsbrand und seine Verwicklung in die ganze Geschichte, die sind schon ziemlich authentisch, also natürlich romanhaft eingearbeitet in die Handlung, aber was dann nachher über ihn gesagt wird und über das, was er in Berlin gemacht hat zu dem Zeitpunkt, das ist auf jeden Fall authentisch. Das ist ganz wichtig. Also da wird kein Roman daraus, sondern der Roman erzählt die Wirklichkeit. Du hast ja, hatte ich das Gefühl, bei der Lesung ganz viel Wert darauf gelegt. Ich weiß, ich bin ja kein Romanautor, aber ich denke, du bemühst dich der Person Robert van der Lubbe nahezukommen, diese Person zu zeichnen, zu verstehen in ihren Handlungen und in ihren sozialen Kontexten. Und dabei sind ja, hatte ich das Gefühl bei der Lesung, sehr viele Momente rübergekommen, offenbar dann auch in dem Buch gut nachlesbar. Ich habe es leider nicht gelesen. Aber dass eine soziale Atmosphäre sichtbar wird, in der der Robert van der Lubbe sich dann... Marinus. Marinus van der Lubbe. Marinus, Entschuldigung. Sich wiederfindet in einer für mein Gefühl dann relativ isolierten Situation, in dem verstanden haben, dass der Nationalsozialismus fast unaufhörlich sozusagen voranschreitet, sich durchsetzt und bis in die Poren, in die tiefsten Poren der Gesellschaft hinein auch wirksam geworden ist. Das Dilemma der Figur ist natürlich, dass er einerseits erkannt hat, in welchem Zustand die Gesellschaft ist, dass er andererseits aber durch seinen revolutionären Enthusiasmus nicht ganz verstanden hat, dass in der konkreten Situation, in der Deutschland sich in dem Moment, also Anfang 33 befunden hat, diese große Hoffnung, die er gehabt hat auf den Aufstand der Arbeiterklasse, dass die eigentlich illusorisch war aus verschiedenen Gründen, unglücklicherweise. Für ihn war eigentlich, man kann das auch gar nicht so sehr als Naivität darlegen, sondern eher für ihn war das eine ausgemachte Sache, dass wenn man nur die Arbeiter
zum Aufstand aufrufen würde, sie sowieso alle folgen würden, denn es gab ja gar keine andere Möglichkeit. Für ihn war das glasklar. Nur, dass die komplizierte Situation zwischen den beiden großen Arbeiterparteien das alles gelähmt hat und dass auch tatsächlich ja niemand da war, der gesagt hat, und jetzt los. Die Arbeiter haben ja tatsächlich drauf gewartet, zumindest in Berlin zum Zeitpunkt der Machtergreifung, haben alle gewartet, jetzt, und keiner hat gesagt, jetzt. Und für ihn war eigentlich klar, dass er nur jetzt sagen muss, indem er zum Beispiel eine Tat macht, die als fanal gilt. Aber er war ja unbekannt. Er war ja ein Holländer, der hergekommen ist. Er hatte zwar Kontakte in Deutschland zu sehr vielen subversiven Kreisen, also angefangen bei den Kommunisten bis hin ins anarchosyndikalistische Lager. Aber er hatte eigentlich unterschätzt, dass die Revolution in Deutschland schon damals irgendwie was Bürokratisches war, jedenfalls was die Führung betraf. Und das war sein Pech, könnte man sagen, denn womöglich, wenn er mehr eingebettet gewesen wäre und die Zustände anders gewesen wären, wer weiß, vielleicht hätte er ja tatsächlich was bewirkt. Aber er war zu isoliert, muss man leider sagen. War das so, dass Sie aber da wirklich gewartet haben, zumindest in Berlin, wie du sagtest? Naja, nach aller Recherche, die ich so betrieben habe, glaube ich schon, dass ich das sagen kann, dass jetzt nicht nur die Kommunisten, sondern auch die sozialdemokratischen Arbeiter, die Basis, dass man sie nur hätte auffordern müssen, dass sie Berlin hätten die lahmgelegt in dem Moment. Also in dem Moment auch, als der Reichstagsbrand war und als diese ganze Terrormaschine der Nazis losging, weil sie endlich einen Anlass hatten, loszuschlagen, da hätte man die Arbeiter, sie waren gut organisiert, auf die Straße bringen können. Man hätte Berlin als Generalstreik lahmlegen können, das ganz bestimmt. Nur hatten beide Führungen der Parteien, also SPD und KPD, ganz andere Strategien im Kopf. Die SPD war immer noch auf dem legalistischen Kurs und die KPD hatte diese vollkommen idiotische Illusion, dass wenn die Nazis gewinnen, die ja überhaupt nichts zustande kriegen und dann nur noch sie übrig bleiben, um dann den Laden zu übernehmen, was ein vollkommener Schwachsinn war. Aber gut, es waren also Führungsstrategien, die verhindert haben, dass die Basis das getan hat, was sie gerne getan hätte. Bist du dem weiter sozusagen nachgegangen, wie das überhaupt funktionieren konnte, dieses Wechselspiel nicht nur zwischen diesen beiden Parteien, sondern zwischen den Arbeitern und diesen Parteien? Also wie diese Lähmung, dieses Warten auf Befehl, das hat ja einen langen Vorlauf und wie das so sich so weit zu dieser Paralyse hin entfalten konnte. Wenn man das analysieren will, muss man, wo muss man hingehen? Man muss 1919 angucken. Das erste Problem war, dass die Revolution, die ausgebrochen war, ja im Grunde genommen eine Revolution der sozialdemokratischen Arbeiter war in Deutschland, die zum großen Erschrecken ihrer Führung ja tatsächlich so radikal waren, wie die Führung immer geredet hatte. Sie haben einfach eine Revolution gemacht. Zack. Das ist der Führung übel aufgestoßen. Die fühlten sich total überrumpelt und wollten das nicht. Die waren schon so in den Staat hineingewachsen, dass sie das nicht mehr akzeptieren konnten. Und da heraus aus dieser Situation, dass die Führung die Basis verraten hat, in dem Moment ist ja die Spaltung der Arbeiterklasse zustande gekommen. Und dadurch, dadurch, dass die Führung so bürokratisch und staatstreu schon war zu diesem Moment, gab es diese große Skepsis gegenüber der Massenbewegung, der Spontanität. Naja, und dann ging das ganze Ding natürlich baden und in dem Moment war ja die Spaltung da, die Radikalen und die weniger Radikalen. Dass die im Grunde genommen ja das Gleiche wollten, wenn man jetzt mal die Basis nimmt, hat aber die Führung nie mehr verstehen wollen. Hinzu kam dann noch die Sache mit Sowjetunion und Moskau und so weiter und dass da auch wieder was Autoritäres kam, dann kam der Stalinismus auch noch mit rein und so weiter. Es war eine Gemengelage, die eigentlich schrecklich war. Es hätte alles ganz anders sein können. So jemand wie Marinus van der Lubbe, der dann nach Berlin kommt, der dachte, die bestorganisierte Arbeiterbewegung der Welt in Deutschland, die größte Arbeiterbewegung und die aufgeklärteste, die müssen doch jetzt einfach bloß machen. Das geht doch.
Er hat es natürlich überhaupt nicht verstehen können. Im Nachhinein verstehen wir das ja eigentlich auch nicht. Ich meine, man kann es analysieren, aber dass es tatsächlich so fatal war, das haben wir ja bis heute eigentlich nicht verwunden, wenn man es mal so sieht. Auch nicht überwunden. Die Zustände sind eigentlich die gleichen, ne? Außerdem das, ja. Die, also was, wenn ich das nochmal sagen darf, weil wir jetzt gerade so ein bisschen theoretisch reden. Natürlich war das Wichtige in dem Roman, die Situation zu erzählen. Also es geht nicht so sehr darum zu analysieren, sondern es auch fühlbar zu machen und erfahrbar zu machen. Dafür habe ich dann meine Hauptfigur ja nach Berlin geschickt, die dann sozusagen durch den Untergrund und durch diese ganze katastrophale Situation, die ihr ja praktisch an jeder Straßenecke begegnet, sich bewegt und es unmittelbar auf sich zustürzen sieht, diese ganze Katastrophe, die stattfindet und natürlich auch nicht verstehen kann. Und das ist im Grunde genommen der zweite detektivische Strang, wenigstens ein bisschen herauszufinden, warum die Situation so grauenhaft schiefgelaufen ist. Ja, tatsächlich wollte ich auch auf eine dieser Schilderungen während deiner Lesung jetzt kommen, nämlich seinen Aufenthalt in dem Gartengelände, wo sich eine, so wie ich das verstanden habe, kommunistische Gruppe im Untergrund aufgehalten hat, auch Waffen gehabt hat und dann aber Hals über Kopf aufgeben muss, weil das Gelände umstellt ist von SA. Vielleicht erinnerst du diese Passage? Ja, die Passage ist so, ich lese die bei Lesungen immer am Schluss, weil sie so sehr dramatisch ist und weil sie eigentlich die ganze fatale Situation ganz schön beschreibt. Also der Rote Frontkämpferbund in dem Fall in der Gartenkolonie, also Laubenkolonien hatten damals ja viele, also da haben viele gewohnt, weil Arbeitslose natürlich mit den Wohnungen, die konnten sie nicht mehr bezahlen, so sind viele an den Stadtrand gezogen und es gab sehr viele Laubenkolonien, nicht nur kommunistische, auch sozialdemokratische. Die waren dann natürlich auch gut organisiert und natürlich waren die auf den Widerstand vorbereitet. Die hatten natürlich für den Fall aller Fälle Vorkehrungen getroffen. Die hatten zumindest die Kommunisten in der Regel Waffen vergraben oder irgendwo im Keller. Bei den Sozialdemokraten, naja, also Reichsbanner wurde zwar immer gedämpft von der Führung, aber das war auch nicht unbedingt immer so. Die hatten auch mitunter schon ein bisschen kämpferisches Bewusstsein und wollten eigentlich auch eher ein bisschen handfester zuschlagen, zumal sie ja ständig bedroht wurden. Also, dass die SA diese Kolonien überfallen hat, das war ja an der Tagesordnung. Also waren die entsprechend militant aufgestellt. Die Situation in dem Roman ist jetzt so, dass die im Grunde genommen ja darauf warten, auch wieder losschlagen zu können, dann aber überrascht werden während ihrer Vorbereitungen für den eigenen Schlag, dass die SA zusammen mit der Hilfspolizei und allem drum und dran, die ganze Staatsmacht sozusagen hinter der SA schon steht und auf sie zumarschiert. Und in dem Moment wird dann leider klar, dass sie zu schwach sind, dass sie einfach nicht können. Und das ist so eine tragische Schilderung, die ich, wenn ich das Kapitel vorlese, mich jedes Mal auch wieder so mitnimmt. Einfach deswegen, weil da so konzentriert die ganze schreckliche Situation beschrieben wird, auch für den Einzelnen. Ich meine, da ist ja jeder einzelne Kämpfer, Mensch, Arbeiter oder wenn jetzt Clara Schindler als Hauptfigur, wie soll man sagen, als Spionin ja eigentlich auch da unterwegs ist, persönlich betroffen. Alle erleben es hautnah, weil das ja Hoffnungen sind. Es war ja das ganz große Ding. Und es war ja das ganze Leben. Ich meine, wenn man Kommunist war oder Sozialdemokrat, dann war das für einen früher ein bisschen was anderes noch als heute. Da war man mit Leib und Seele dabei. Und dass das dann auf einmal total zu Bruch geht, in dem Moment, als diese Maschine da auf einen zurollt und man merkt, man kann nichts machen und dann die ganze Brutalität losgeht, das war natürlich so etwas, was ich beschreiben wollte, was aber eigentlich auch keinen Spaß gemacht hat. Ich lese dieses Kapitel gerne, weil es sehr lebendig ist. Andererseits, wenn ich es dann gelesen habe, bin ich danach immer fix und fertig, weil es einfach so eine große Tragik hat. Die Niederlage. Ja, genau, die Niederlage. Es ist nicht nur die Niederlage einer Bewegung, es ist auch die Niederlage der Zivilisation. Das muss man ja auch noch bedenken. Ich meine, nicht nur einfach eine Idee hat verloren, sondern da hat viel mehr verloren in dem Moment. Und das ist, wie wir ja alle wissen, die schlimmste Katastrophe gewesen, die in Europa überhaupt passieren konnte.
Du beschreibst jedenfalls in der Lesung ziemlich zu Beginn, wie er in Berlin in eine Wohnung kommt und von dieser Wohnung dann in eine Nebenwohnung fast, hat man das Gefühl, verwiesen wird. Und man spürt, wie die Personen in der ersten Wohnung schon ganz große Angst haben und eben auch ganz viel zu verlieren haben. Da sind Kinder, die zu versorgen sind, da fehlt das Geld, da fehlen die Lebensmittel bereits. Und er offenbar, Marinus van der Lubbe, spürt schon, dass irgendwas nicht so ist, wie er sich das vorgestellt hat, an Stabilität und nehmen wir den großen Begriff Kampfbereitschaft. Ja, ja, also du musst jetzt unterscheiden zwischen der Hauptfigur Clara Schindler, die das erlebt, und Marinus van der Lubbe taucht ja in dem Roman ironischerweise, kann man sagen, persönlich nicht auf, sondern er wird ja sozusagen erforscht. Denn in dem Moment, wo meine Hauptfigur nach Berlin kommt, ist ja Marinus van der Lubbe schon verhaftet. Der sitzt also schon in Polizeigewahrsam, in dem Moment noch relativ gesund, später hat sich das geändert. Aber natürlich ist das, was jetzt Clara Schindler als Hauptfigur erlebt, genau das, was ihm auch vor Augen stand. Das ist klar. Diese Situation, die sie erlebt, als sie in Friedrichshain in so eine konspirative Wohnung kommt und dann aber merkt, dass alle nur noch Angst haben, weil schon einige abgeholt wurden. So was Ähnliches ist ihm ja auch passiert, als er dann in Neukölln bei den Arbeitslosen, im Arbeitslosenausschuss einige Leute kannte, bei denen er untergekommen ist, die aber im Grunde genommen auch ratlos waren, was ihre Situation betraf und was er ja auch nicht verstehen konnte. Diese Situation, ja, die war extrem deprimierend. Wenn man sowas im Roman schreibt, muss man natürlich aufpassen, was bleibt hier eigentlich noch übrig von? Also ich meine, es ist natürlich ein schwarzer Roman, weil die Situation schwarz ist, das Genre ist schwarz, aber meine Herausforderung war dann ja wenigstens noch einen kleinen Hoffnungsschimmer übrig zu lassen. Da habe ich dann zum Glück immerhin die Hauptfigur, die aufrecht steht und weitermacht, trotz dieser ganzen Geschehnisse, die da sind. Und die versucht aufzuklären, also den Reichstagsbrand und die Rolle von Marinus van der Lubbe aufzuklären. Das ist ganz wichtig. Und das ist etwas, wo ich auch in den anderen Büchern und überhaupt Wert drauf lege, dass wenn wir uns durch diesen ganzen Morast durcharbeiten müssen, immer wieder, und wenn wir auch immer wieder Rückschläge erleben, so ist ja immerhin wenigstens dieses Beispiel des Einzelnen, der trotz aller Widrigkeiten den Kopf hochhält und weitermacht, im Sinne von Wahrheit und im Sinne von Veränderung zum Guten hin. Das ist mir eigentlich immer wichtig, dass das in den Büchern auch drin lebendig wird. Ja, Hoffnung. Hoffnung, ja, trotz allem. Clara Schindler, du hast den Namen eingeführt jetzt, die Tochter in den Einführungswerbestrips sozusagen im Internet für dein Buch, dann auch immer gleich ganz konsequent zu Beginn auf. Vielleicht zeichnest du sie so ein bisschen jetzt nochmal nach. Da taucht sie auf als Kommentarenbeauftragte, also Beauftragte der Kommunistischen Internationale, die offenbar die Aufgabe hat, Verbindungen zu den illegalen Gruppen herzustellen zwischen der Moskauer Zentrale und eben den Gruppen. Und im weiteren Verlauf gerät sie ja gerade in der Erfüllung dieser Aufgabe auch in große Zweifel, was die Parteilinie angeht. Also insofern schon mal eine höchst sympathische Person, die diese Zweifel dann nicht wegsteckt und unterdrückt, sondern sich darauf einlässt. Ja, sie merkt ja, dass der Auftrag, der ihr gestellt wurde, eigentlich in die ganz falsche Richtung läuft, aus ihrer Perspektive. Ihr geht es um die Wahrheit. Also sie ist ja auch ursprünglich Journalistin. Also in dem vorherigen Roman, die Blutsonntagsgeschichte, ist sie ja noch in Hamburg und arbeitet eigentlich für die Hamburger Volkszeitung.
und geht dann auch in die Illegalität. Und jetzt ist sie also in dem neuen Roman im Ausland und bekommt den Auftrag. Der Auftrag ist für sie zunächst mal natürlich ein Glücksfall, weil sie im Exil überhaupt nicht existieren kann. Sie ist in einer ziemlich desolaten Situation. Also ist es gut, dass die Komintern sie hinschickt. Noch ist sie ja zwar nicht auf Linie, sie war nie auf Linie. Ein solches Individuum kann gar nicht auf Linie sein, aber sie ist in der Partei, sie ist in der Bewegung. Sie kommt nach Berlin. Sie soll herausfinden für die Komintern, wer war Marinus van der Lubbe und was hat ihn eigentlich dazu gebracht, das zu tun. Sie merkt dann, dass sie eigentlich nur die Propagandamaschine der Komintern speisen soll mit ihren Informationen und gar nicht um die Wahrheit geht. Da ist also der erste große Konflikt. Dann merkt sie, dass Komintern, also die haben ja dann in Paris zum Beispiel, haben sie ja dann diese Braunbücher geschrieben. Also sie kriegt ja dann auch heraus, dass die ganze Zeit schon Halbwahrheiten oder Lügen verbreitet werden. Wo sie allmählich versteht, wer Marinus van der Lubbe war, merkt sie auch, dass sonst niemand aus ihrer eigenen Partei das überhaupt verstehen will, sondern die wollen ihn benutzen für Propagandazwecke, was für sie nicht in Frage kommt. Also driftet sie langsam im Laufe des Romans ab von ihrer Parteilinie und am Schluss macht sie dann den Schlussstrich. Das ist eine Geschichte, die ja ganz wichtig ist. Die Figur selber taucht ja zwei Bücher vorher zum ersten Mal auf. Das war ja eigentlich eine Hamburger Polizeigeschichte, und das Meer gab seine Toten wieder, ist sie eine Nebenfigur und eine wichtige Nebenfigur, und im zweiten Buch dann Blutsonntag ist sie dann im Mittelpunkt. Das ist so eine typische Geschichte, die mir immer wieder passiert, dass Personen irgendwo auftauchen und dann auf einmal ihre Geschichte selber erzählen. Also ich dann gar nicht mehr so von diesen Personen weg kann, weil sie selber lebendig werden. Das war bei Clara Schindler so, die einfach sich sozusagen in mein Schaffen reingemogelt hat, als fiktive Figur immer, sagen wir mal, lebendiger wurde, so dass sie eigentlich da geblieben ist. Und als Individuum so, na, so eine große Kraft hat, dass sie wahrscheinlich noch für wenigstens ein Buch irgendwann reichen wird. Und sie ist so ein Paradebeispiel im Grunde genommen für eine, soll man sagen, eine Linksradikale, die aber nicht vergisst zu denken. Für eine Person, die ganz genau, wo sie steht und sich nicht durch irgendwelche ideologischen Scheinheiligkeiten verblenden lässt, sondern die trotz allem klare Position, aber immer Wahrheit und niemals bestechlich, egal von welcher Seite her. Und das ist mir so ganz wichtig bei dieser Figur. Gehen wir mal ein bisschen ins Detail, vielleicht zunächst nochmal weil du den Blutsonntag auch erwähnst und dazu ja auch ein Buch gemacht hast, vielleicht schilderst du einfach, wie dieser Weg sozusagen ihrer Wahrheitsdarstellung schon zu der Zeit dann verlaufen ist. Die Konflikte vor allem auch. Ja, in dem Roman Blutsonntag geht es ja darum, dass sie losgeht und auch im Grunde genommen das tut, was niemand sonst tut, nämlich die wirkliche, echte Wahrheit des Geschehens herauszufinden. Also was ist am 17. Juli 1932 in Altona tatsächlich passiert? Das ist die Ausgangsfrage, die sie antreibt. Das war für mich dann so die Möglichkeit, in den Roman authentische Dokumente einzuarbeiten, so dass ich das tatsächlich auch mit O-Tönen alles erzählen kann. Da passiert es ihr natürlich auch, dass sie in kein Schema passt und das, was sie herausfindet, im Grunde genommen den Parteiapparat gar nicht so sehr interessiert, weil die sind schon wieder in ihrer Propaganda ganz woanders. Und das ist dieses ewige Dilemma, dass sie die Wahrheit sucht und sich darin verbeißt, während die anderen schon wieder in der Propaganda, also auf einer fiktiven Ebene arbeiten, und sie versucht eigentlich das wirkliche Leben darzustellen, wie es ist, genauso wie das ja ein Romanautor ja auch macht, also das freizulegen, um was es wirklich geht. Und das ist dann bei der Blutsonntagsgeschichte ja auch so, dass sie dann herausfindet, wer eigentlich und warum geschossen hat, und dass sie dann versucht, Konsequenzen daraus zu ziehen. Und da wird die Diskussion dann auch wieder speziell, weil wie weit kann man gehen als Einzelperson? Wenn niemand Gerechtigkeit übt, kannst du es selber machen? Darfst du es selber machen? Musst du es selber machen?
Das ist eine Frage, die dann auch diskutiert wird. Ich glaube nicht, dass wir eine Antwort gefunden haben in dem Roman. Also wenn ich jetzt wir sage, meine ich mich und die Hauptfigur in einem. Sondern wir haben die Frage gestellt. Sie hat sie beantwortet für sich, scheitert eigentlich daran, indem sie einen Anschlag ausübt, der schief geht und dann im Grunde genommen zwar nichts erreicht hat, aber naja, zumindest ist sie weit gegangen. Das sind alles so schwierige Themen, die man in solchen Zusammenhängen erörtert. Die bleiben ja bis heute. Ich meine, es ist jetzt alles eingebettet in diese kurze Zeit vor der Machtergreifung der Nazis. Aber die Geschichten oder die Ausgangspunkte, die Konflikte sind ja die gleichen, die wir heute auch immer wieder haben. Was heißt an dieser Stelle, zumindest ist sie weit gegangen? Sie schießt auf jemanden, sie schießt auf den, der schuldig ist. Hm. Das ist Selbstjustiz, wenn man das Wort mal benutzen möchte, klar. Das ist dann die Frage. Also in so einem Buch, ich meine, es ist ein Kriminalroman, muss man ja mal bedenken. In Kriminalromanen kann man weitergehen, soll man auch weitergehen, weil es geht hier immer um Gewalt, um Verbrechen und um die Frage, wie weit kann man gehen, und da kann man solche Sachen ja ziemlich gut diskutieren. Die Frage ist, bleibt trotzdem im Raum stehen, und die muss dann jeder Leser, jede Leserin im Grunde genommen ja selber beantworten. Was hätte ich gemacht? Und war das so gut? Ist es nicht sowieso schief gegangen? War es also vollkommen wertlos von Anfang an? Oder eben doch, war es das trotzdem wert? Schwierig. Auf die Frage wollte ich gerade kommen. Das Scheitern macht unter Umständen ja immer noch einen letzten Sinn, wenn sowas wie Hoffnung tatsächlich überbleibt. Und Hoffnung kann ja auch darin bestehen, dass eine solche Person, auch jetzt, wenn sie hier fiktiv ist, überhaupt die Kraft findet, in irgendeiner Weise weiterzumachen und weiterzumachen nicht als Gebrochenes, sondern als Wesen, welches auch in der Lage ist, eine Perspektive wieder aufzumachen und nochmal zu gucken, wo dann vielleicht andere Kräfte sind, die vielleicht bisher noch nicht in den Fokus gekommen sind, mit denen dann gemeinsam zu handeln wäre. So könnte ich mir das sozusagen letzte Positive eines Scheiterns noch vorstellen. Ja, es ist ja auch nicht so, dass ein Scheitern an sich ohne Wirkung bleibt. Also es geht jetzt in dem Roman Blutsonntag darum, dass Clara Schindler auf Franz Koser, was übrigens ja die reale Figur ist, auf die leider damals nicht geschossen wurde, so könnte man es auch sagen. Also in meinem Roman wird auf ihn geschossen. In der Wirklichkeit hat er leider weiter sehr viel Unheil betrieben. Wenn sozusagen eine reale Clara Schindler 1932 es geschafft hätte, den realen Franz Koser auszuschalten, dann wären später viele Menschen nicht grausam zu Tode gekommen. So eine Frage stellt sich dann auch. Also man kann das nur als Frage stellen, man kann das nicht als Antwort geben, aber es hat sich dem ja niemand entgegengestellt oder entgegenstellen können, weshalb er dann später im Stadthaus hier in Hamburg eine Menge Kommunisten und Sozialdemokraten gefoltert und ermordet hat. Sind so Geschichten, die man dann nur weiß, wenn man weiß, wie das weitergeht. Der Roman hört ja viel früher auf, aber diese reale Figur eines Verbrechers im Staatsdienst hat es gegeben, und dadurch, dass niemand ihn gestoppt hat, weder Justiz noch sonst irgendjemand, konnte er dann überhaupt erst weitermachen. Der hatte eine lange Geschichte auch vorher schon als brutaler, im Grunde genommen ja Verbrecher im Staatsdienst. Das ging ja schon länger. Wenn man seine Biografie so schreibt, ich finde das auch immer ganz wichtig, dass man, wenn man solche vergessenen Personen wiederfindet in den Unterlagen, in den Archiven, dass man die Namen nennt. Also auch in meinen Romanen, wenn ich eine Geschichte erzähle, die eine wahre Geschichte thematisiert, dann möchte ich auch die Namen nennen von denen, die Unheil gestiftet haben. Die sollen ruhig auch für immer und ewig irgendwo festgehalten sein. Das ist auch etwas, was wichtig ist. Und dann wieder zurück zu Clara Schindler und dem Roman. Wenn sie auf jemanden schießt, war das immerhin ein Zeichen. Sie hat daneben geschossen. Aber es war ein Zeichen, auch für den, der das Ziel war. Naja, es ist aber eine schwierige Thematik, weil eigentlich
ist eine Art von, also individuelle Selbstjustiz ist im Grunde genommen extrem fragwürdig. Wie weit, also mit welcher Rechtfertigung komme ich denn da? Diese Frage diskutiert sie ja auch. Wie kann man das überhaupt? Also sie sagt ja am Anfang, ich werde einen Mord begehen. Ja, immerhin, das weiß sie, sie reflektiert es. Darf sie das? Natürlich darf sie das nicht. Das ist ganz schwierig. Verfolgen wir ihren Weg jetzt ein bisschen weiter, dann in Berlin durch diese Wohnung und durch das Auffinden einer eigentlich vollkommen paralysierten Bewegung, verbunden immer noch mit ihrem Propaganda-Auftrag. Vielleicht nennst du noch so ein paar Stationen, wo der Zweifel in Wissen sich wandelt. Ja, worum es ja geht, ist, sie läuft ja hinterher. Also sie läuft die ganze Zeit dem Geschehen hinterher. Also sie hat, der erste Anlaufpunkt in der konspirativen Wohnung ist sehr beklemmend, weil die Arbeiter dort, die Familien eigentlich nur Angst haben. Dann gibt es eine andere Situation, wo sie im Wedding in so einen Hinterhalt gerät, wo praktisch schon so ein ganzes Haus von der SA da abgeräumt wird, könnte man sagen. Also wo die Leute aus dem Fenster geschmissen werden und abtransportiert und so, wo der ganze unmittelbare Terror ja auch schon spürbar ist. Es gibt aber auch andererseits wieder solche Momente, wo man merkt, es gibt Leute, die sind sogar besser organisiert als die Überorganisierten. Also sie bewegt sich ja auch so ein bisschen im anarchistischen Milieu. Und bei denen scheint das irgendwie ja tatsächlich besser zu funktionieren, was ich so dargestellt habe. Aber das bezieht sich durchaus auch auf Tatsachen. Da die Gruppen sehr klein waren, haben die oftmals viel länger Widerstand betrieben, noch Jahre, weil man sie gar nicht finden konnte. Waren also sozusagen viel effektiver, weil sie dezentral waren, als die großen Parteien oder eben die kommunistische. Der kommunistische Widerstand ist ja auch ziemlich zusammengeschrumpft, weil die einfach Strukturen hatten, die so durchschaubar waren und man konnte sie packen, man wusste das, während andere Gruppen das nicht hatten. Und da in den Gruppen zum Beispiel ist sie ja drin, also sie auch durch ihren Freund, eher ein Individualanarchist, der als Einbrecher, individuelle Wiederaneignung betreibt, eine moralische oder eine unmoralische Figur, keine Ahnung, also dieses Problem steht da auch, aber zumindest hat er Kontakte zu Leuten, die sich sehr sozial verhalten, obwohl er sich nur als Individuum sieht. Mit diesem kleinen Netz aus Leuten im Untergrund kommt sie aber ziemlich weit, und wenn sie das nicht hätte, würde sie ja auch die ganzen Informationen nicht herausfinden, denn Marinus van der Lubbe hat sich ja eben auch in einem, soll man sagen, in einem Untergrund bewegt und wurde ja oftmals auch gar nicht mehr bemerkt. Also wenn man jetzt wieder die historische Forschung betrifft, der war 11 Tage in Berlin und was man herausfinden kann, sind maximal vielleicht 5 Tage oder sowas. Was er da alles gemacht hat, weiß kein Mensch bis heute. Ist nicht dokumentiert. Klar, wie soll man einen anarchistischen Rebellen dokumentieren? Also da ist er viel zu schnell und viel zu unsichtbar. Man weiß nur manches. Und genauso ist es ja mit ihr. Also sie, dadurch, dass sie sich auch verkleiden kann, dadurch, dass sie in verschiedenen Milieus sich zu Hause fühlen kann, bekommt sie natürlich viel mehr heraus als jemand, der nur stramm auf Linie ist. Und dann habe ich mir natürlich auch erlaubt, so ein paar illustre Momente mit einzuarbeiten, die aber durchaus authentisch sind. Also wenn man dann, dass das in dem Planetarium dann das Widerstandsnest und ein Waffenlager der Kommunisten ist, so hat es das tatsächlich gegeben. Also diese einzelnen Stationen, die sie anläuft, die sind durchaus authentisch. Auch die Geschichte eines NSDAP-Abgeordneten, der im Reichstag zur gleichen Zeit war, als der Brand ausbrach, und warum er da war und keiner weiß es und so, das sind so, dass er in Wirklichkeit aber eher wahrscheinlich ganz individuelle Motive hatte, in Verdacht zu geraten, damit was zu tun zu haben, weil er
vielleicht ein Fotoalbum gesucht hat, wo Bilder drin waren, die er niemandem zeigen durfte. Das sind lauter so, es gibt am Rande ja viele lustige Geschichten auch, kann man vielleicht sagen, oder sowas, was Witziges oder das Ironische oder das Burleske auch manchmal in dieser ganzen Tragödie, die da ist. Und diese Geschichte, das muss natürlich auch alles mit rein, denn so lebendig ist das, genauso wie die Geliebte, also die Geliebte von Marinus van der Lubbe ist im Grunde genommen eine Fiktion von mir, aber es gibt in seinen Aufzeichnungen und in den Berichten seiner Freunde durchaus Hinweise darauf, dass er eine Ungarin gekannt hatte, die ihm sehr wichtig war und der er sehr wichtig war. Meine Idee war nun, ich bringe die nach Berlin, womit zum Beispiel schon ganz klar ist, dass diese Propaganda der Kommunisten gegen ihn, dass er ein Lustknabe, ich meine, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, was die für Worte benutzt haben, ein Lustknabe der Nazis so und so weiter gewesen ist und was angeblich ja auch noch dann der Lustknabe an sich schon was Verwerfliches sein soll und dann auch noch so er mit den Nazis zusammen und deswegen landet er dann also eines Tages im Reichstag. Das ist eine Propaganda, die sowas von irrwitzig und schwachsinnig ist, die haben sie aber eisenhart durchgezogen. In zwei Büchern haben sie solche Sachen verbreitet und zwar in gigantischer Auflage. Dagegen hat eigentlich kaum jemand was sagen können, weil Marinus van der Lubbe natürlich nicht, er hatte ja keinen Propagandaapparat. Und da kommen nun solche Sachen ins Spiel, wie dass man dann solche Zeugen aufrufen kann, die es in Wirklichkeit gegeben hat, oder eben die man erfindet für eine Romanhandlung, die dann aber Dinge sagen, die schon wahr sind. Wie zum Beispiel eben die Arbeitslosen in dem Arbeitslosenausschuss in Neukölln, die er gefunden hat, oder so Berichte aus einem Obdachlosenheim, wo er abgestiegen ist. Wenn da jemand was erzählt über ihn, dann wird da schon ziemlich plastisch deutlich, um was es eigentlich geht. Wenn seine Freundin, die Clara Schindler dann trifft, sozusagen ihn zitiert, und dieses ganze, diese ganzen, wie soll man sagen, idealistischen, sehr philosophischen Höhenflüge, die dieser schlichte Arbeiter aus Holland ja auch hatte, das ist ja dokumentiert auch in seinen Briefen und in seinen Tagebuchaufzeichnungen und sie zitiert das, dann wird ziemlich klar, was für ein interessanter Mensch das war und dann wird auch sehr klar, dass all diese Einordnungen, der wurde missbraucht von den Nazis oder der war ein Strohmann, der ist übergelaufen oder dies oder das oder jenes, dass das alles überhaupt nicht wahr sein kann, sondern das war ein sehr, sehr aufrechter, rebellischer Mensch, der, glaube ich, sehr schwer zu verstehen war und der versucht hat, mit seinen bescheidenen Möglichkeiten, was ja seine intellektuelle Ausbildung betrifft, aber sehr, sehr viel in der Welt zu verstehen und er hat auch ziemlich viel verstanden. Und wenn man das so sieht, wenn man dann sieht, wie er in diese Propagandamaschine reingeraten ist, in die Weltgeschichtsmaschine reingeraten ist, wie er ja dann durch ein Gesetz, was extra für ihn gemacht wurde, umgebracht wurde, also hingerichtet, dann muss man sagen, ist es ja die Pflicht eines Autors, wenn ich jetzt über ihn schreibe, ihn so wahr wie möglich dann zu beschreiben. Und das war dann der Versuch. Und Clara Schindlers Intention, ab dem Moment, wo sie merkt, dass sie eigentlich nur ein Werkzeug ist, ist es dann auch. Ich will nicht mehr Werkzeug sein, sondern ich will die Wahrheit herausfinden und das dokumentieren. Du hast es jetzt erwähnt, die KPD und die Kommunistische Internationale haben Marinus van der Lubbe komplett denunziert. Ja, muss man so sagen. Wirklich, also katastrophal und bösartig. Mhm. Kannst du dir erklären, warum das geschehen ist? Ja, sie mussten ja, erstens mussten sie sich selber reinwaschen. Das war ja zunächst einmal von den Nazis die Propaganda. Die Kommunisten haben es gemacht. Und dann ging die Jagd los auf die Kommunisten. Dagegen musste was gesagt werden. Tatsache war aber, dass dieser van der Lubbe nun mal im Reichstag drin war in dem Moment. Übrigens, das Rätsel bleibt ein Rätsel. Ne? Also wie kam er nun wirklich da rein? Ich kann das nur bis zu einem gewissen Grad in dem Roman beschreiben. Hab mir am Schluss ein bisschen Fiktion erlaubt, wie es auch gewesen sein könnte. Hab dann auch gesagt, meine Variante ist um keinen Deut unplausibler als die Variante 1. Er war Einzeltäter, die Variante 2
er hat mit den Nazis paktiert. Meine Variante finde ich eigentlich viel, viel besser, aber gut, das ist ja klar, weil ich sie im Roman eingearbeitet habe. Aber warum haben die Kommunisten diese ganze Propagandaschlacht losgetreten und auch noch gegen ihn? Weil sie es mussten, weil es um Machtpolitik ging, weil es darum ging, klarzumachen, dass die Nazis total im Unrecht sind und dass sie nichts mit dem Reichstagsbrand zu tun haben. Wenn etwas anderes dargestellt würde, was hätten sie davon gehabt? Nichts. Was hatten sie so davon? Sie konnten die Propaganda so laufen lassen, dass der Prozess, der ja dann anhängig war, es wurden ja schließlich noch vier Kommunisten angeklagt, also die drei Bulgaren, Dimitrov und die beiden anderen und auch noch der deutsche Kommunist, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie ich immer Namen vergesse, aber es gab ja nun vier Kommunisten, die angeklagt waren. Es sollte einen ganz großen Schauprozess geben, das war bekannt. Dagegen musste natürlich das Tribunal in London gestartet werden und das musste mit Informationen unterfüttert werden. Und da passte es aber nun gar nicht, dass jemand, der ein Arbeiter ist, ein Revolutionär ist, jetzt irgendwie so dazwischen steht und man versteht ihn nicht, man versteht seine Rolle nicht. Niemand hat seine Rolle verstanden, also musste er benutzt werden. Und das Beste, was den Nazis passieren konnte, war zu sagen, dieser Typ, der ja gar nicht zu uns gehört, wobei er ja lange Zeit in der kommunistischen Partei in Holland gewesen war. Dieser Typ, der kann nur von denen kommen, also von den Nazis. Und das ist alles ein abgefeimtes Spiel und es geht alles immer nur gegen uns. Und das legen wir jetzt da und damit ist die Sache gebongt. Sie lieferten Dimitrov jede Menge Material damit, dass er dann in diesem Prozess grandios Göring an die Wand reden konnte und der Prozess wurde das Gegenteil. Er wurde ein Schauprozess für die Kommunisten, weil die haben die Nazis total blamiert. Nur einer saß da und um den hat sich keiner gekümmert, außer dass man ihm in Handschellen vorgeführt hat, dass man ihn wahrscheinlich sogar mit Drogen sediert hat, dass man ihm im Gefängnis in Isolationshaft gefoltert hat. Das war Marinus van der Lubbe. Der ist zwischen diesen beiden Machtblöcken, Nazis und Kommunisten, einfach zermahlen worden, weil er nur funktionieren sollte und weil die Kommunisten niemals ein Interesse daran hatten, ein Individuum zu retten. Seit wann denn das? Also ich meine, das war vielleicht früher mal so, aber das waren Stalinisten. Für die zählte nur die Bewegung, für die zählte nichts anderes. Und die Bewegung, das bedeutete Strategie, das bedeutete auch Weltpolitik. Und da war so ein Individuum, was dazwischen hängt, einfach so als Mensch und als Rebell völlig unerheblich. Was zeigt, dass Politik, wenn sie so gemacht wird, auf jeden Fall unmenschlich ist. Eigentlich ist dem nichts hinzuzufügen. Trotzdem bleibt für mich so ein bisschen der Punkt, um das zu machen, ja, sind sie ja so weit gegangen, die Nazi-Propaganda zumindest in Teilen zu übernehmen. Das fängt schon bei der Sprache an, wie du das erwähnt hast, Lustknabe und so weiter. Und das ist nochmal besonders krass. Auch wenn man nimmt, was für eine Rolle dieser Prozess auch in der späteren Geschichtsschreibung der KP gespielt hat. Also es ist ja durchaus möglich, dass ein Teil von dem, was die Kommunisten da herausgefunden haben, sagen wir mal die Geschichte mit dem SA-Kommando, das durch den unterirdischen Gang vom Reichstagspräsidentenpalais rein in den Reichstag und dort dann ziemlich gut organisiert diesen Brand legt, das ist ja durchaus möglich. Das hat ja bisher noch niemand bewiesen, dass es nicht so gewesen ist. Wobei ich ja meine, das eine schließt ja das andere gar nicht aus. Nur, dass dass es nie um die Wahrheit ging, sondern dass es immer nur darum ging, die Wahrheit zu benutzen oder die Informationen, die man findet, so zurechtzubiegen, dass es der eigenen Sache dient. Das ist natürlich etwas, was, naja, wie soll man sagen, was Politik ausmacht und was natürlich eine autoritäre politische Bewegung ohnehin ausmacht. Denn der geht es ja nie um die Wahrheit, denn der geht es nur um die Macht. Und das merkt man zuallererst vielleicht, wie du sagst, in der Sprache. Denn
An der Sprache, die sie benutzen, erkennst du, was sie nachher tun wollen. Das ist ja ganz klar. Und die autoritäre Sprache der Kommunisten in der damaligen Zeit und bis was weiß ich wie weit, spricht natürlich auch für das Ergebnis ihrer Politik. Und das haben wir ja dann auch gesehen. Es war jetzt ja nicht gerade der liberale Sozialismus, den sie nachher verwirklicht haben. Oder der libertäre schon gar nicht. Logisch. Also das muss natürlich dann auch, wenn man sowas thematisiert und wenn man in solchen Romanen, wie ich das ja mache, der Arbeiterbewegung, der sozialistischen Bewegung und so weiter gerecht werden will, muss man ja aber dennoch immer herausarbeiten, was das Unmenschliche an dieser Bewegung auch noch war. Die Schattenseite ist leider ja auch da. Wir kommen viel zu früh ans Ende dieser Stunde. Oh, stimmt. Wir müssen gerne noch das Buch vorstellen und einen Hinweis loswerden, nämlich Publikative.org hat vor kurzem, ich habe das jetzt auf die Schnelle nicht wiedergefunden, die Biografie des damaligen Chefermittlers auch in die BRD hinein als führender Polizeioffizier mit Schulungsaufgaben für die westdeutsche Polizei beschrieben. Publikative.org, da findet sich dieser kurze Text. Robert, bitte noch kurz im Titel. Unter dem Schatten des Todes von Robert Brack. Ist erschienen in der Edition Nautilus. Und naja, ich kann es jedenfalls guten Gewissens immer noch empfehlen, dass man es liest, weil es, es ist eine spannende Geschichte. Und zwar wird es auch als Geschichte immer spannend bleiben. Denn niemand hat es bisher wirklich aufgeklärt. Und das ist das Schöne daran, dass ein Rätsel, jetzt dieses Rätsel, jetzt nicht mehr benutzt werden kann, sondern jetzt steht es da und man hat gesehen, diejenigen, die es benutzen wollten, haben sich blamiert. Und damit ist es eigentlich eine lebendige Geschichte geworden. Und so kann man sie als Roman erzählen. Also nochmal den Titel. Unter dem Schatten des Todes. Von Robert Brack. Und weil das heute doch auch eine große Rolle gespielt hat, vielleicht auch nochmal das Buch zum Altonaer Blutsonntag. Heißt einfach nur Blutsonntag, ist auch bei Nautilus erschienen und ist sozusagen die Vorgeschichte, wenn man jetzt das von Clara Schindler, der Hauptfigur, aus betrachten wollte. Und das spielt dann eben direkt kurz nach den Ereignissen am 17. Juli 1932, dem Altonaer Blutsonntag, und erzählt ganz genau, auch mit sehr, sehr vielen O-Tönen, die Geschichte des damaligen Geschehens. Vielen Dank für deinen Besuch hier. Das war eine außerordentlich schöne und spannende Stunde, fand ich. Vielen Dank.